Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme hier bei Minecraft. Wir sind immer noch in der Höhle. Und ja. Wir suchen nach Redstone. Und wir sind. Also nicht nur Redstone, auch Diamanten, Obsidian müssen wir auch noch, ne? Ich glaube, das meiste haben wir schon. Und ja, ich hoffe, dass auch diese Aufnahme gut läuft, ohne dass wir irgendwie sterben oder so. Markiere das mal mit Fackeln. So. Also diese Reise ist eigentlich ganz erfolgreich, finde ich. Oh, na toll. Und ich merke gerade, der Minecraft-Sound ist nicht an. Ich glaube, ich muss Minecraft neu starten. Okay. Ja, dann starte ich eben schnell Minecraft neu und dann muss gleich wieder. So, da werden wir wieder zurück und diesmal höre ich auch was. Und zwar eine Menge komischer, also eine Menge komische Geräusche, also, ne? Zombies, Lava. Den Redstone, das können wir glaube ich nicht abbauen. Ich hoffe, dass wir noch Diamanten finden. Welche Ebene sind auf der 11. Ebene, also, ne? Zur Sicherheit halber mache ich das mal zu. Und mache ich dann hier so eine Fackel hin. Jetzt muss ich aufpassen. Wir hier so hochlaufen, ist nicht gut. Wir müssen eigentlich tiefer. Aber hier ist auch schon Endstation. Ich frag mich, ob dahinter irgendwas ist. Ohne das Eisen. Eisenspitzhacke. Dahinter ist was. Oder war es nur ein Grafikfehler? Ich glaube, das war ein Grafikfehler. Ja. Ja, dann geht die Suche weiter. Ist hier Kobbel? Haben wir das? Also kann sein, ne? Weil wir hier irgendwas abbauen mussten. Die letzte Aufnahme ist ein bisschen länger her. Deshalb bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, was wir gemacht haben. Also wo wir waren und wo nicht. Aber die Fackeln helfen uns dabei. Ich guck mal hier so. Ob wir hier was finden. Ein bisschen runter. Was sind das eigentlich? Ah, Eisen. Okay, jetzt müsste ich schnell sein.
Okay, ist auch noch Lava. So, noch ein Ember. Aber Diamanten. Also, aber Eisen ist, ne, eine Menge da. Wenn ich runterfallen hier, ne, mache ich das mal zu. Hier müsste noch eine Fackel hin. So. Okay, da können wir nicht weiter. Dann mach ich mal hier einen, ne, den Gang weiter. So. Ist halt auch ein bisschen runter, ne? Vielleicht hier so. Je tiefer, desto besser, glaube ich. Ist wahrscheinlich einen Diamanten zu finden. So. Okay, hier ist schon Bedrock. Bedrock kann man, glaube ich, auch abbauen, ne? Tatsächlich. Aber. Mit Eisen? Wird das abgebaut? Oh, ne, die Textur verändert sich nicht. Nur die Haltbarkeit meiner Eisenspitzhacke. So, dann machen wir hier weiter. Ich versuche mal jetzt gezielt nach hier Dingen zu finden, weil Eisen und so haben wir, glaube ich, fürs Erste genug. Ich glaube, in der Truhe haben wir auch noch ein bisschen was. Und ich würde mal gerne, ne, auch die Reise so langsam beenden. Eine Menge Eisen. Ist das das? Ist das? Tatsächlich. Tatsächlich 2 Diamanten. Wozu wollte ich nochmal Diamanten? Warum wollte ich nochmal Diamanten? Obsidian, genau. Dafür Spitzhacke. Wir haben Holz, aber nicht doch genug Holz haben wir. Haben wir Sticks? Nee, das haben wir leider nicht. Aber wir haben hier einen Baumstamm. So, noch ein Diamant und dann können wir uns dann Spitzhacke. Aha. Jetzt hätte es uns gehört. Und noch ein Diamant. Okay. Guck mal, ich bin da jetzt ein bisschen gierig und guck mal, ob dahinter noch. Oh. Sollte mit der normalen Steinspitzhacke. Weiter hier abbauen. So. Okay. Wahrscheinlich war es das mit der Ader. Dann
Craft ich am besten hier drin, ne? Weil hier bin ich, fühle ich mich ein bisschen sicher. Sticks. Und wir haben eine Eisenspitzhacke. Ja genau, hier Diamantenspitzhacke. So, dann packe ich das mal hier hin. Okay. So, da hinten irgendwo war Obsidian, ne? Hier. Okay, selbst mit der mit der Diamantenspitzhacke dauert es ziemlich lange, das hier abzubauen. Ach, wir haben keinen Platz. Ihr seht, ja, Gravier kommen. Cool, hier den Flint. So. Dann würde ich das gar die Spitzhacke auch noch entscharten, am besten mit Effizienz und Glück, wenn es geht. So, ich baue hier am besten das Ganze ab, ne, soweit ich kann. Ja, kann sich nur noch um die Frage, ne, meine, ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alles abgebaut haben. Vielleicht kann ich ja so lange was erzählen. Über was könnte ich denn da erzählen? Das letzte Thema, das, ne, in der Höhle oder so, ja, Höhlereise, keine Ahnung, war ja über Schnarchen, ne, dass das halt ungesund ist und den Körper sehr schadet. Und dass es nicht so, dass vielen nicht so bewusst ist, dass, ja, dass Schnarchen nicht nur so harmlos ist, sondern auch Folgen hat, ne? Also so negative Folgen. So, hätte ich bloß einen Wassereimer, dann könnte ich das hier alles aus Lava machen. Also ich bin gerade aufgestanden, also ne, ich bin. Deshalb ist mir. Bin ich vielleicht ein bisschen leiser, ruhiger und vielleicht auch ein bisschen denkschwach. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist. Hier ist schon alles Lava. Fürs Netherportal brauchen wir zum Beispiel. Ist das Kohle?
Fürs Nektarportal brauchen wir zum Beispiel, glaube ich, 2, 2, 3, 3, also ungefähr 10 Obsidian. Ne? Und auch für die Statue da unten brauchen wir auch noch Obsidian. Also am Dorfplatz. Ich habe mal so Videos gesehen, wo man Obsidian irgendwie künstlich herstellen kann. Mit Wasser, Lava und irgendwie irgendein Konstrukt, aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwie hinkriege, ohne vorher nochmal da mir das Video anzuschauen. Nein. Ja, ich könnte vielleicht noch das hier abbauen, aber... Ja, komm, was man hat, hat man. Dann nehme ich das auch noch mit. So. Na komm. So. Dann geht's wieder zurück. Ich hoffe, wir haben unbeschadet und lebendig. Boah, hier wird's schon lauter.